Und ja, es heißt ja, ich glaube Heritage Hill auf Englisch. Also kommt sogar Hill drin vor. Ich habe immer noch keine gute Armbrust, gell? Nö, ich habe nur eine schrottige und das war's. Okay, Gule und da Gule. I'm here. Hey. I'm ready. Certainly. Oh, verdammt viel Scheiße hier. Oh, ein Dagul, der auf Alof losgeht, das ist auch nicht so gut. Ein paar Legina hätte ich mal selber. Hallo, mach mal ein Geisterschild auf dich. Okay, dass Palegina jetzt umgeschmissen hat, finde ich nicht so gut. Mich auch gleich umwirft, ist auch nicht so besonders toll. Lava will be on sea. So, jetzt ist auch noch Alof bewusstlos. Nicht gut. Wir laden, glaube ich, mal. Ja, hier den da wollen wir laden. Okay, jetzt locken wir die einfach alle mal an. So. Heilige Macht. Feuerball. Und gleich noch ein Feuerball. So, Alof. So, die mal Geisterlanzen. Und Durens wirft ihm eine Säule auf den Kopf. That's it!
I'd be glad to. So, wenn die an meine Hinternreihe nicht drankommen. So, Turm. Ikantas Haus. Walters Herrenhaus. Walters Mausoleum, ja. Ah ja, das bedeutet schon mal, wir haben. Wir können uns jetzt hier auf der Oberfläche frei bewegen. Gehen jetzt erstmal in das Mausoleum rein. Gehen dann die beiden Herrenhäuser abklappern. Und dann in das Mausoleum rein. Ja. Erstmal kurz einen Quick Save machen, bevor wir hier reingehen. Oh. Lehrer und verzauberte Justiziare. I'm here. Lehrer, eine Frau dreht sich um, als du eintrittst. Ihre großen blassen Augen leuchten wie Lampen in der Dunkelheit des Grabes. Wie schnell die Glitter umgeben sie, ihre glasigen Augen auf sie fixiert. Endlich Verstärkung. Ich hoffe, du kommst bewaffnet. Wir müssen nämlich hier weg. Selbst in der Dunkelheit des Grabs wirkt sie verschwommen und nicht völlig greifbar. Wer bist du? Eine Kommandantin der Schmelztiegelritter. Ich führe die Miliz an, die rund um Erbhügel stationiert ist. Diesen Bezirk zu sichern wurde zu meiner Aufgabe, als dieses, was es auch ist, geschah. Was machst du hier? Ich kam, um Überlebende zu suchen. Ich habe zu spät erkannt, dass es keine gab. Sie führt eine Hand an ihren Kopf. Ihre Haut ist fast durchsichtig. Ich war plötzlich von diesen Kreaturen draußen umgeben und musste ein Versteck suchen. Fast schon komisch, nicht wahr? Sich in einem Gebäude vor den Toten zu verstecken, das für die Toten bestimmt ist. Sie tätschelt die Wand des Grabes. Wie dem auch sei, ich warte seit einiger Zeit auf weitere Verstärkung. Was tun diese Soldaten hier? Sie blickt sie an, aber entweder bemerkt sie ihren abwesenden Blick nicht und wie sie auf den Füßen schwanken, oder sie denkt sich nichts dabei. Sie unterstehen natürlich meinem Befehl. Sie haben meinen Ruf gehört und wir warten seitdem darauf, dass noch einige Männer mehr kommen, damit wir uns hier rauskämpfen können. Wie konnten sie dich in diesem Grab hören? Ihre Augen blinzelten auf. Es ist etwas Unnatürliches daran, wie sie da schwebt und dich beobachtet. Ich hoffe, du zweifelst nicht an meiner Befehlsgewalt. Ich warne dich, ich toleriere keinen Ungehorsam. Ganz und gar nicht. Wenn du dann wieder bei Atem bist, sollten wir losziehen. Was tun sie, Soldaten, hier? Ich glaube, etwas stimmt nicht mit ihnen nicht. Das versuche ich hier ja zu erklären. Wir stecken hier fest, ohne Rationen, nun schon seit ich weiß nicht wie lange schon. Sie schließt die Augen und schüttelt den Kopf. Wir müssen hier weg, solange wir noch auf den Beinen sind. Aha. Wenn du dann wieder bei Atem bist, sollten wir losziehen. Ich sage es dir wirklich ungern, aber du bist bereits tot. Ihre Augen werden kalt. Ich erwarte eine Erklärung, und zwar rasch. Du bist ein Geist und du hast Schmelztiegelritter in den Tod gelockt. Sie bleibt plötzlich hingungslos stehen und schwebt in der Luft. Nein, das ist unmöglich. Es ist doch erst. Ich kann nicht. Die andere Seite des Grabs ist durch ihren offenstehenden Mund zu sehen. Sie blickt auf ihre Hände, als würde sie sie zum ersten Mal sehen und wendet sie vor sich hin und her. Als ihre Augen und ihr Mund sich entsetzt weiten, dreht sie sich zu dir. Was hast du mit mir getan? Ihr Ausdruck verhärtet sich und die schmelzigen Ritter hier hinter ihr rühren sich. Novizenangriff. Sie muss zuerst fallen, ganz wichtig. Deswegen bombardieren wir sie einfach mal mit allem, was wir haben. Ah.
Deswegen bombardieren wir sie mit allem, was wir haben, in der Hoffnung, dass wir sie schnell loswerden. Hat wohl leider nicht gereicht. Wir könnten aber versuchen, sie doch zum Gehen zu bewegen. Vielleicht lässt sie die Justiziare dann ziehen und wir können sie alleine töten. Yes. Wer bist du? Was machst du hier? Was tun diese Soldaten? Ich glaube, etwas stimmt mit ihnen nicht. Ich gehe dann jetzt. Die Frau nickt. Information und bleibt Wasser. Wir müssen uns beeilen. Sie beginnt wie ein Nebel über einen See zu schwimmen. Ihre Füße berühren kaum den Boden. Doch als sie sich vorwärts bewegt, blinzelt sie und hält sich den Kopf. Ihre halbdurchsichtigen Augen wirken verwirrt. Ich fühle mich seltsam, als würde ich. Sie blickt sich in dem Grab um und langsam weicht die Verwirrung großem Entsetzen. Ja, den Text kennen wir bereits. Okay. Also gut. Erstmal das hier machen. Nochmal Vermutungs. Dann machen wir hier eingeschworene Feinde auf sie. So, jetzt töten wir erstmal sie, das ist am wichtigsten. Außergewöhnliche Verteidigung, Adolf, okay. Adolf, noch mal einen raus. Durins wirft noch mal eine Säule. Oh, weil sie ist tot, okay. Durins wirft auf andere Säulen. So, Cannabis für Würms. Auch wenn das nicht so gelaufen ist, wie ich es gehofft habe. Gab es wohl keinen anderen Weg. Dachte ich mir, dass hier eine Falle dran ist. Netter Plattenpanzer und ein Zweihänder. Noch ein bisschen Geld. Und zwei Grabdinger. Ja. Tut mir leid um die Justiziare. Aber ging nicht anders. Ich meine, selbst als ich sie versucht habe rauszulotsen, ist sie durchgedreht. Ich habe Lehrer erledigt. Sie wird den Spezialgerätern oder anderen in Erbhügeln nur nie wieder Schwierigkeiten bereiten. Ich sollte mich nach Murks schmelzigen Urfeuer begeben und Villa berichten, was geschehen ist. Ja, da kommen wir noch nicht rein. Dann gucken wir mal, was in diesem Herrenhaus ist. Hey!
And what does the flame reveal? Die Treppe wird von zerborstenen Stühlen, umgestürzten Tischen und zersplitterten Vasen blockiert. Die zersplitterten Latten wackeln gefährlich. Also nach oben kommen wir nicht.